Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von mir aus dem Ref. Ja, die Zeit rast, das Ref ist gefühlt gerade erst losgegangen und jetzt bin ich schon seit Anfang März diesen Jahres in der Strafstation. Und deswegen werde ich euch jetzt mal in diesem Vlog ein bisschen erzählen, was man so am Anfang der Strafstation macht. Die Strafstation geht in Frankfurt mit 2 Einführungswochen los, wo man so ein bisschen in die SDPO eingeführt wird, aber man macht eben auch so ein paar ganz lustige Ausflüge. Letzte Woche waren wir im Gefängnis, haben da eine Führung gekriegt, jetzt heute waren wir bei der Rechtsmedizin und morgen gehen wir dann nochmal zum Polizeipräsidium hier in Frankfurt. Und ja, Rechtsmedizin, auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich habe das schon mal vor ungefähr 7 Jahren im Gerichtspraktikum habe ich das schon mal gemacht. Das war aber noch relativ harmlos und da haben wir uns dann eine verschlossene Leiche angeschaut. War alles noch einigermaßen human, abgesehen von dem doch sehr gewöhnungsbedürftigen Geruch. Und heute hat die Fachärztin, die uns da den Einstiegsvortrag gehalten hat, aber direkt gesagt, dass wir das große Glück haben, einer Obduktion beizuwohnen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann runter in diesen Keller gegangen und dann standen wir da unten und dann wurden da wirklich vor unseren Augen die Leute komplett aufgeschnitten. Und zwar alles, also 1 Meter von mir entfernt, wurde ein Gehirn in der Mitte durchgeschnitten. Das hat sich alles sehr, sehr surreal angefühlt. Ein bisschen wie im Film. Man musste sich schon sehr zusammenreißen, damit einem da nicht irgendwie so ein bisschen anders wird. Und ja, also ist auch alles in allem so ein bisschen Tatortromantik, aber nichtsdestotrotz ist es einfach eine spezielle Sache und das muss man auf jeden Fall wollen. Aber ja, ich bin froh, dass ich es mal gesehen habe, bin dann aber jetzt auch froh, dass ich wieder zu Hause bin und mich wieder anderen spannenden Dingen widmen kann. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Es ist jetzt kurz nach 7. Ich laufe gerade zum Gym und ja, heute steht ein weiterer Ausflugstag an. Es wird nämlich mit der AG zum Polizeipräsidium Frankfurt gehen. Und ja, mal schauen, was da so heute auf mich zukommt. So, Freunde, Besuch bei der Polizei ist durch. Es war so, ja, mäßig spannend. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es jetzt wieder nach Hause geht. War ganz nett, aber war jetzt auch nicht die absolute Welt. Ich war dann gerade eben danach noch mal kurz beim Gericht und bei meiner Richterin für die Strafstation und habe mich in die Akten für die Sitzung am Montag kurz eingelesen. Und ja, habe auch noch ein paar Akten mit nach Hause genommen. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Hause. Ich habe mir überlegt, hier noch mal kurz das schöne Wetter mitzunehmen und mache jetzt einen kleinen Spaziergang. Und dann geht's wieder ran ans Werk. Ein Punkt, in dem sich das Referendariat ganz klar vom Studium unterscheidet, ist das Lernen oder besser gesagt die Zeit, die einem zum Lernen zur Verfügung steht. Im Ref ist es nämlich deutlich schwieriger, sich Zeit zum Lernen freizuschaufeln, weil man eine ganze Menge anderer Verpflichtungen hat, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen können. Deshalb bin ich extrem dankbar, dass wir mit unserer Lerngruppe einmal in der Woche eine Lerngruppensitzung machen und uns einen Plan geschrieben haben, der uns für jede Woche vorschreibt, welches Lernpensum wir erfüllen müssen. Dadurch müssen wir jede Woche den Lernstoff, der in der nächsten Lerngruppensitzung abgefragt wird, ordentlich vorbereiten. Ich bin mir ganz sicher, dass ich ohne meine Lerngruppe zum jetzigen Zeitpunkt deutlich weniger gelernt hätte, als ich es bisher getan habe. Ja, das Ganze hat aber natürlich auch einen saftigen Haken. Es ist ganz schön stressig. Ich glaube, wir alle hatten jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr viel fürs Ref zu tun, also außerhalb des eigentlichen Lernens. Und deshalb ist es, glaube ich, bei allen von uns sehr oft vorgekommen, dass wir an den Tagen vor den Lerngruppensitzungen bis spät abends an unseren Büchern saßen. Und ja, so war es natürlich bei mir jetzt auch am Abend vor der Sitzung. Ich saß, glaube ich, bis 12 Uhr oder so dran. Und da ist dann auch ganz schön Druck auf dem Kessel, weil es muss bis zum nächsten Tag fertig werden. Da gibt es dann auch kein Wenn und Aber, sonst funktioniert die Lerngruppe nicht ordentlich. Und deswegen ist das schon auch ein bisschen stressig. Aber es hat zum Glück alles geklappt. Und umso größer war dann meine Freude, als ich am nächsten Tag aufs Radl gestiegen bin und wusste, die Sitzung ist ordentlich vorbereitet. Und ja, dann habe ich mich mit den anderen getroffen, wir haben fleißig diskutiert und ich muss einfach sagen, dass die Lerngruppensitzungen immer noch für mich ein kleines Highlight sind. Ich freue mich da immer mega drauf und ich finde es einfach eine sehr nette Sache, die irgendwie Spaß macht. Und wir gehen natürlich auch danach immer noch zusammen Mittagessen und Kaffee trinken und tauschen uns dann auch so nochmal so ein bisschen aus. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gewinnbringende Angelegenheit, die ich jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. So, Freunde, es ist Sonntagabend und ich habe gerade mal wieder was gemacht, was längst überfällig war. Ich habe mal wieder ein Video, also ein inhaltliches Video, keinen Vlog, abgefilmt und ich habe mich damit ein bisschen schwer getan, weil es wirklich ein krass schwieriges Thema ist. Es geht darum, wann der richtige Zeitpunkt ist, das Examen zu schreiben. Ich habe da echt
lange das Skript für dieses Video überarbeitet und nochmal geändert und habe mir jetzt aber einfach heute gesagt, ich muss das Video jetzt heute durchziehen und aufnehmen und jetzt ist es, keine Ahnung, jetzt ist es kurz vor 8 am Sonntagabend. Ich saß jetzt den ganzen Tag dran, habe nochmal am Skript rumgefeilt und ja, dann jetzt den ganzen Nachmittag aufgenommen und bin gerade fertig geworden und ja, bin komplett durch. Das ist echt auch ganz schön anstrengend, das so einzusprechen. Hier ist das Setup von heute, sieht man mal. Ja, war super anstrengend, aber macht auf jeden Fall Bock und es ist einfach wirklich ein super schönes Gefühl, am Ende des Videos zu sagen, bis zum nächsten Video, wenn man weiß, dass man jetzt alles aufgenommen hat. Und ja, den Moment hatte ich gerade, deswegen dachte ich, ich teile das Ganze mal und gebe einen kurzen Blick hinter die Kulissen. Ich habe gerade meine erste Strafrechtsverhandlung hinter mir. War auf jeden Fall ziemlich spannend, hat Bock gemacht, das Ganze mal zu sehen. Ich finde irgendwie so im Strafrecht wird das doch noch so am deutlichsten, dass man jetzt nicht mehr im Studium ist und einfach nur irgendwelche fiktiven Sachverhalte bearbeitet, sondern dass da halt eben wirklich Menschen sitzen, die dann eben unter Umständen auch eine Strafe bekommen oder denen dann eben auch irgendwas passiert ist. Und das gibt dem Ganzen schon nochmal so eine ganz andere Brisanz. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es ist auch echt cool. Also meine Richterin hat mich dann immer mitgenommen ins Beratungszimmer, hat dann auch gefragt, was ich denke und so, und dann hat man da so ein bisschen zusammen rumgetüftelt. Also es war wirklich cool und echt Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf diese Station jetzt. So Freunde, das war jetzt mal ein kleiner Einblick in die ersten Wochen in der Strafstation und ich muss sagen, dass ich den Start in die Strafstation echt richtig, richtig cool fand. Also es ist echt eine sehr, sehr schöne Station, die sehr nah am Leben ist und es gibt einfach echt viel zu sehen und ich finde, gerade das ist ja irgendwie auch das, was man sich so unter dem Ref vorstellt, dass man nicht einfach den ganzen Tag an seinen Akten sitzt und Gesetze liest, sondern dass man auch mal wirklich ein bisschen was sieht und einfach mal guckt, wie die Justiz so arbeitet, was es da alles so gibt. Und das finde ich, war jetzt echt schön, so in den ersten Wochen der Strafstation, also diese ganzen Ausflüge, das hat das Ganze schon irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher gemacht und war echt cool. Ja, und es stehen auch noch ein paar sehr, sehr coole Programmpunkte an. Ich werde jetzt bald mal mit der Polizei auf Streife gehen. Ich werde da bei einer Nachtschicht dabei sein und dann einfach mal mit denen mitfahren und gucken, was sie so den ganzen Tag treiben. Und dann werde ich jetzt auch bald nochmal die Staatsanwaltschaft bzw. die Amtsanwaltschaft in einem Verfahren vertreten. Das müssen alle Referendare machen. Das ist auch ziemlich spannend auf jeden Fall und aufregend. Da ist man dann wirklich im Verfahren dabei und hat dann eben auch so eine schwarze Robe an und muss dann eben auch ein bisschen was sagen. Das wird ganz schön aufregend, da werde ich euch auf jeden Fall auch mitnehmen und berichten, wie das so läuft. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die nächsten Wochen und bin gespannt, was kommt. Freunde, das war mein zweiter Vlog. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich nach wie vor wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und bei den nächsten Vlogs auch dabei seid.